Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem heutigen Theaterstück. Bevor wir mit dem Theaterstück beginnen, werden Kayum und ich euch kurz zusammenfassen, was euch in diesem Theaterstück erwartet. In diesem Theaterstück haben über 20 Schüler mitgewirkt. Es ist ein Theaterstück voller Fantasie und Kreativität auf postdramatischem Stil. Alice erlebt diversen Abenteuern in verschiedenen Welten und Dimensionen. Schon die Darstellung von Alice wird ihre Erwartung komplett übertreffen. In einigen Stellen werden sie lachen, in einigen Stellen werden sie verwirrt sein und in einigen Stellen würden sie sich denken, was geht denn hier ab? Sie lernt neue Freunde und Feinde kennen und vieles mehr. Doch wir wollen ihnen nicht alles erzählen, denn dann ist die Spannung und die Freude an dem Theaterstück weg. Also seien Sie gespannt und gucken und hören Sie weiter zu. Das ist Alice, ein wunderschönes kleines Mädchen, was sehr auf Abenteuer und aufregenden Situationen steht. Mit ihrem Verstand und ihren schlauen Fähigkeiten findet sie ihre Lösung immer ganz schnell. Doch eines Tages wacht die junge Alice auf ihrem Bett auf und sieht auf dem anatolischen Teppich neben der offenen Chipstüte ein weißes Kleid. Sie kann gar nicht glauben, was sie da sieht. Auf dem Zettel, den sie in der Hand hält, steht folgendes drauf. Alter Schnitter, morgen ich und du machen wir FLRMAC, wenn du verstehst. Sie ist sprachlos und sie kann es gar nicht glauben. Morgen findet eine Hochzeit statt. Die wunderschöne Alice ist bereit fürs Heiraten, denn sie wird bald 15. Sie soll Abdul Ackermann, einen 1,50 Kanaken, aus Kurdistan heiraten. Denn Abdul hat ein Lambo AMG, die Firma seines Vaters, und das Blut einer legendären Assassinenfamilie Zoldyk. Doch Alice will nicht zwangsverheiratet werden und versucht, mitten in der Nacht abzuhauen. Um 0 Uhr will Alice aus dem Haus schleichen. Es ist 0 Uhr, Alice wacht auf und will aus dem Haus flüchten. Sie geht sehr langsam, ruhig und leise, denn sie hat Angst, dass ihr Vater aufwacht und sie entdeckt. Alice geht weiter, doch der Holzboden quietscht sehr laut. Und Alice fängt an zu laufen. Der Vater sprang auf und wusste sofort, dass Alice flüchten wird. Alice lauft und lauft, doch dann passiert etwas Unerwartetes. Sie hört ein lautes Musik und ein gelb-goldener Blitz erhellt die Nacht. Der attackierende Titan taucht auf und verfolgt Alice. Alice ist voller Furcht und versucht sich in den Hof der Märtyrerwald zu verstecken. Voller Angst geht sie durch den Wald. Sie hat ein unheimliches Gefühl, denn sie glaubt, dass sie beobachtet wird. Sie bemerkt ein kleines Fee und beschließt, die Fee zu verfolgen und zu töten. Es ist sehr schwer, zu einer Assassinenfamilie zu gehören. Vor allem zur Familie Zoldyk. Alice ist nun fast 15 Jahre alt und soll ihren Cousin heiraten. Aber sie möchte nicht. Eine Zwangsheirat mit 14 Jahren? Das geht doch nicht, denkt sich Alice. Alice ist wütend, verzweifelt und weiß nicht mehr weiter. Sie läuft raus, sie will ihren Vater nicht mehr sehen. Auf dem Weg nach draußen, in einem dunklen Wald hinein, sieht sie eine Fee. Sie jagt die Fee, um vielleicht auf andere Gedanken zu kommen, denn schließlich ist sie eine Assassinin. Die Fee ist ein Mysterium, was sie bislang noch nie gesehen hat. Alice jagt sie mit Eitelkeit. Zielstrebig läuft sie hinterher, aber die Fee lacht sie nur aus. Was die Fee zu sagen hat, hört ihr jetzt. Alice wird immer wütender und noch schneller. Sie jagt der Fee hinterher. Sie ist schon so tief in den Wald, dass sie sich nicht mehr erinnern kann, wo sie hergekommen ist. Sie verliert die Fee aus den Augen. Sie weiß nicht mehr, wo sie ist. Sie hat sich verlaufen. Alice, sie schaut nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Es ist pechschwarz. Es ist schon nach null und jeder weiß, was in dem Wald vor sich geht nach null. Die majestätischen Kreaturen tauchen auf, das Pferd ohne Kopf, und sie hat Angst.
Was ist, wenn der Titan wieder auftaucht? Der Wald ist sehr tückisch. Er besitzt sehr viele Fallen, um die majestätischen Tiere zu fangen. Aber was ist das? Das Wetter ändert sich schlagartig. Es fängt plötzlich an zu regnen. Nicht nur das, ganz weit aus der Ferne sieht Alice ein helles Licht. Sie fragt sich, was das ist. Und zudem hört sie eine leise Stimme zu ihr hinflüstern. Sie hört ihren Namen ganz leise. Was ist das? Ein Schrei! Wo kam der nur her? Alice macht sich auf den Staub. Sie versucht noch weiter wegzulaufen, aber ohne Erfolg. Sie verirrt sich nur noch mehr. Sie hört wieder eine mysteriöse Stimme, ganz leise, aus dem Tiefsten des Tiefsten. Sie hört... Oh, wo, ho, wo. Und Alice, die eigentlich Unerschrockene, bekommt ganz kurz einen Herzinfarkt. Sie starrt zum Boden hin, nach links, nach rechts, nach oben. Sie weiß nicht, woher die Stimme kam. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Sie läuft. Der Sturm wird immer lauter und lauter. Was ist das? Ein Unheil nach dem anderen. Sie glaubt, den Titan entkommen zu sein, doch das war's nicht. Das Pferd ohne Kopf ist wieder aufgetaucht. Doch was ist das? Was steckt in dem Mund des Pferdes? Es ist ein Menschenkopf. Alice schreit und schreit. Sie stolpert und knallt mit dem Kopf gegen die Wand. Sie fällt in die Grube. Alice fiel in Ohnmacht und schlief ein. Als sie aufgewacht ist, sah sie nur noch einen Strand. Sie wusste nicht, wo sie war. Bis ein Elefant zu ihr kam und sie begrüßte und ihr von der neuen Welt berichtete. Sie war nämlich in einem Land namens Wano Kuni, wo Piraten gegeneinander kämpften und einen Schatz namens den One Piece suchten. Der Elefant und Alice befreundeten sich schnell und fingen somit eine Reise an. Sie wussten nicht, was auf sie zukommt. Sie trafen auf eine Stadt, welches in Armut und Leid litt. Sie sahen, wie die Menschen hungerten und kein Essen haben, aber wussten nicht, warum sie kein Essen hatten oder warum es denen so schlecht geht. Bis dem Elefanten eingefallen ist, dass der große König dran schuld war und wegen ihm die Menschen leideten. Alice und der Elefant brauchten nun Hilfe. Sie sahen einen Schwertkämpfer und einen Gummimenschen auf dem Weg und fragten sie, ob sie miteinander eine Bande gründen würden, um den großen König zu stürzen. Somit bildeten sie eine Gruppe und die Reise beginnt. In seinem weit entfernten Reich besiegen zu können, müssen sie einen Plan schmieden. Da ihnen bekannt ist, dass die Mauern der Burg unendlich hoch sind, müssen sie einen Tunnel graben, sagt Alice. Doch der Elefant sagt, er könne mit einem Kopfstoß die Mauer durchdringen. Alice stimmt der Idee zu. Jetzt befindet sich die Rebellion auf dem Weg zur Burg und müssen als erstes Hindernis eine Schlucht ohne Brücke überqueren. Der Gummimensch dehnt sich, bis er die andere Seite der Schlucht erreicht und eine Hängebrücke bildet. Alle können dank dem Gummimenschen die Schlucht überqueren, bis zuletzt der Elefant an der Reihe ist. Er tastet sich langsam voran und merkt, wie sich der Gummimensch schon weiter ausdehnt. Der Elefant entscheidet sich jedoch, weiterzugehen. Als er bei der Mitte angekommen ist, ist der Gummimensch sehr weit ausgedehnt und um nicht zu reißen, zieht sich der Gummimensch wieder zusammen. Dabei wird der Elefant in die Luft geschleudert, wie bei einer Schleuder, scheinbar Richtung Burg. Die Rebellen entscheiden sich weiter Richtung Burg zu gehen, um hoffentlich den Elefanten wiederzufinden.
Die Rebellen befinden sich auf dem Weg zur Burg. Auf dem Weg kommt ein Vogel zu ihnen. Der Elefant wurde auf den Mond geschleudert. Ihr werdet ihn nie wiedersehen. Plötzlich werden die Rebellen von Wachen umzingelt. Was soll das? Was wollt ihr? Ihr redet mir zu viel. Ihr seid auf dem Weg zur Burg und das dürft ihr nicht. Dafür werden wir schon sorgen. Los, teilt euch auf. Jeder von euch soll jeweils einen Schlüssel zu einer Tür nehmen. Alice nimmt sich einen Schlüssel und öffnet alleine die Tür. Wo komme ich da raus? Los, rein mit dir. Stopp, nicht schubsen. Ja schon! Alice gelangt durch ein Portal in Billstedt. In Billstedt ist es sehr dunkel. Es ist ruhig. Keine Autos zu hören und wenige Menschen sind zu sehen. Es ist Vollmondnacht. Was ist das für eine Gestalt da oben? Ich dachte, der Mond ist so weit entfernt, sodass man Menschen auf dem Mond aus dieser Entfernung nicht erkennen kann. Das kann doch nicht wahr sein! Das ist doch ein Elefant! Also wurde der Elefant auf den Mond geschleudert. Jetzt ergibt es Sinn. Der erste Elefant auf dem Mond! Angekommen im Billstedt, schaut sich Alice um und sieht den Elefanten auf dem Mond. Boah, krass, als ob der Elefant so weit bis zum Mond geflogen ist. Doch Alice fällt auf, dass sie sich nicht in Wano Kuni befindet, sondern ganz woanders und will der Sache auf den Grund gehen. Wo bin ich? Was soll das? Was geschieht jetzt mit den Bürgern in Wano Kuni? Was ist mit den Piraten und dem König? Es ist dunkel und im Bildschirm befinden sich nur Menschen, die elegant angezogen sind. Heißt, sie tragen Anzüge, Kleider und laufen mit Aktenkoffern rum und so weiter. Alice versucht ihr Glück und befragt die Menschen. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo ich mich befinde und was jetzt mit Wano Kuni passiert? Bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Die Menschen dort sind in Gefahr. Ich bitte Sie, helfen Sie mir doch. An was für einem Ort befinde ich mich hier, dass mir niemand helfen will? Was sind Sie für Menschen? Es steht Menschen immer auf dem Spiel. Plötzlich fängt es an zu donnern und es fallen Fische vom Himmel. Die Menschen fangen an zu lachen. Wenn Sie mir dann nicht helfen wollen, dann suche ich mir irgendwo anders Hilfe. Alice geht traurig weiter und versucht ihr Glück woanders. Alice läuft weiter im Bildschirm entlang, auf der Suche nach Hilfe. Plötzlich hört Alice Wolfsgeräusche und kriegt langsam Angst. Es nennt sich ein Wolfsrudel und sie fangen an, Alice zu umkreisen, sodass sie nicht weglaufen kann. Alice kriegt Angst und ist verwirrt, doch sie versucht ihr Glück dennoch und befragt den Wolfsrudel ebenfalls, denn sie ist ein starkes Mädchen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, auch wenn ich Angst habe. Was hat es sich hier auf sich? Wo befinde ich mich? Und was hat es mit Wano Kuni auf sich? Was passiert mit den Menschen dort? Bitte, ich brauche dringend Hilfe. Kleines Mädchen, was machst du so spät um diese Uhrzeit hier noch im Bild steht? Müsstest du nicht schon längst im Bett liegen? Das hat dich nichts anzugehen. Es ist doch meine Sache, was ich hier mache. Also könnt ihr mir jetzt weiterhelfen oder nicht? Wir helfen dir erst, wenn du in diesem Pool nebenan springst. Dort findest du all deine Antworten auf deine Fragen. Aber ich kann nicht schwimmen. Ich bin in meinem Leben noch nie geschwommen. Gibt es keinen anderen Weg, es herauszufinden? Ich bitte euch, ich brauche eure Hilfe. Da musst du jetzt durch. Nur dann kriegst du deine Antwort auf deine Fragen. Alice hat eine sehr große Angst, doch die Werwölfe überzeugen sie schließlich und sie springt in den Pool. Unten am Pool sieht sie ein Licht, ein helles Licht. Sie schwimmt zu diesem Licht. Vielleicht finde ich dort meine Antworten auf meine Fragen. Ja, das muss es sein. Nur noch ein kleines Stück, dann habe ich es geschafft. Alice schwimmt weiter und kommt unten am Licht an und fliegt aus dem Nichts aus dem Pool hinunter und ist enttäuscht von sich selbst, weil sie nicht in Wano Kuni landet, sondern in einem Dönerladen in Billstedt. Wie kann es sein, dass ich in einem Dönerladen lande? Ich bin enttäuscht von mir selbst. Warum glaube ich auch den Wölfen?
Ich bin so dumm. Alice war schon an so vielen Orten, dass sie sich gar nicht mehr schlecht oder benommen fühlt. Sie ist in einem Dönerladen in Bishkek gelandet und sitzt an einem Tisch mit einer sehr eigenartigen Person, mit einem einzigartigen Friseur. Und für einen kurzen Moment denkt sich Alice, das könnte doch ein Pirat sein. Doch sie wird schnell enttäuscht, nachdem sie ein Gespräch mit der eigenartigen Person führt. Wir sind doch nur Arbeitskolleginnen, Alice. Kannst du dich nicht erinnern? Ich bin doch die Geschäftsleiterin des Friseursalons, in dem du arbeitest. Aber Alice kann sich an nichts mehr erinnern. Sie erzählt weiter, dass sie nur eine Pause machen, um einen vegetarischen Döner zu essen. Als sie fertig sind, hat Alice nichts gegessen. Nicht etwa, weil sie von den ganzen Geschehnissen geschockt ist. Nein, sie ist nur davon überzeugt, dass ein Döner nur aus Fleisch bestehen kann und nichts anderem. Auf ihrem Weg zurück zum Salon merkt Alice, dass alle Menschen Vorbereitungen treffen und fragt nach, was ist denn hier los? Die eigenartige Person sagt euphorisch, dass man zum ersten Mal Außerirdische auf dem Mond entdeckt habe und dass sie deshalb feiern wollen. Doch sie gehen immer weiter und weiter und weiter und der Weg scheint kein Ende zu haben. Währenddessen werden Alice's Beine immer schwächer, bis sie irgendwann nicht mehr weiterlaufen kann. Aber als Kind konnte sie schon gut im Handstand laufen. Also läuft sie im Handstand weiter. Das Problem ist aber, dass Alice nicht genau sehen kann, wohin sie sich bewegt, und sie läuft auf eine Wand zu. Die eigenartige Person versucht, sie aufzuhalten, aber sie ist nicht schnell genug. »Stopp, Alice, stopp!« schreit sie vergeblich. Als man denkt, dass Alice gegen die Wand prallen wird, geht sie jedoch durch die Wand durch, und sie landet tatsächlich auf dem Mond. Hier sind wir nun angelangt. Die Heldin unserer Geschichte, Alice, ganz alleine und ohnmächtig liegt sie auf dem Mond, ohne auch nur erahnen zu können, was mit ihr passieren wird. Vor ihr stehen noch einige gefährliche als auch spannende Aufgaben, von denen sie leider noch keine Ahnung hat. Wie wohl die Reise für unsere tapfere Heldin weitergeht? Wenn ihr dies wissen wollt, dann passt jetzt ganz genau auf. Ja? Wo bin ich denn hier gelandet? Hä? Ich bin auf dem Mond! Wie ist das nur möglich? Oh mein Gott. Hä? Warte mal. Ich bin auf dem Mond, aber ich kann doch ganz normal atmen. Oh mein Gott, was soll ich jetzt so machen? Durch den Stoß auf den Mond haben sich Alice's Beine einmal umgedreht. Sie muss nun also rückwärts gehen, um weiter geradeaus gucken zu können. Verdammt, jetzt bin ich auf dem Mond gefangen. Obwohl, das ist doch jetzt die perfekte Möglichkeit, um meinen Freund, den Elefanten, wiederzufinden, der hier vor langer Zeit verschollen ist. Ja, das werde ich jetzt machen. Ich werde den Elefanten finden und mit ihm gemeinsam auf die Erde zurückkehren. Alice begibt sich nun auf die Suche nach ihrem Freund, den Elefanten. Stundenlang geht sie umher und sucht ihn und schreit seinen Namen. Doch nichts. Keine Reaktion. Pure Stille. Elefant! Elefant! Elefant, wo bist du? Verdammt! Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Ich bin komplett müde und hungrig. Wo ist denn dieser verdammte Elefant? Elefant! Elefant! Trotz ihres Hungers und ihrer Müdigkeit begibt sich Alice weiter auf die Suche nach ihrem Freund, den Elefanten. Verbittert muss sie feststellen, dass sie schon eine so weite Strecke hinterlegt hat, ohne auch nur ein Geräusch von ihm zu hören. Plötzlich hört sie etwas Komisches aus der Ferne. Ein Geräusch, was sie so noch nie gehört hat in ihrem ganzen Leben. Dieses Geräusch scheint immer näher zu kommen. Plötzlich merkt Alice, wie etwas aus der Ferne auf sie herangekommen. Es ist ein Alien. Ein Alien! Oh mein Gott! Woher kommt er jetzt? Ah!
Der Alien scheint nicht zu merken, was er gerade tut. Für Alice war dies eindeutig zu viel. Sie liegt auf dem Boden und man hört nur noch ihr Herzschlag. Unsere tapfere Heldin Alice ist nun auf dem Boden vor dem Alien. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Geschichte weitergeht, dann guckt euch die nächste Folge an. Oh, ich bin in Ohnmacht gefallen. Wo bin ich? Ich bin immer noch auf dem Mond, in einem Quartier. Mir geht's so gut. Was ist mir passiert? Oh, da kommt der Pirat aus meinen Vorstellungen. Er sieht genauso aus. Alice, du bist in Ohnmacht gefallen. Ich habe dich gefunden und wollte dir helfen. Ich habe dich zu meinem Quartier hier gebracht. Wir sind immer noch auf dem Mond, ja. Dir geht es wieder gut. Durch diese Mondprinzessin. Durch diese Mondprinzessin enthält der Mond eine magische Energie. Alice, solange du auf diesem Mond bist, wird es dir gut gehen. Erwach dich heil, immer wenn du krank bist, immer wenn es dir nicht gut geht. Ich habe dir geholfen, Alice. Ich möchte hier weg. Ich möchte nicht mehr hier sein. Ich möchte nach Hause gehen. Lass mich gehen. Nein, Alice, du bist hier sicher. Du musst hier bleiben. Nein, lass mich gehen. Ich möchte gehen. Ich hab's geschafft. Ich bin davon gelaufen. Ich möchte doch nur nach Hause. Bitte, ich möchte nach Hause. Elefant, was machst du denn hier? Oh, Alice, Alice, du bist auf dem Mond. Ich bin nicht mehr alleine hier. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen, Elefant. Lass uns hinfort, lass uns nach Hause gehen. Aber Alice, der Mond ist doch so schön. Wir sind so schön frei hier. Guck doch mal. Die Mondkönigin. Komm schon, Elefant. Komm mit mir nach Hause. Ich möchte nicht alleine. Ich habe Angst. Ich möchte nicht alleine weg. Bitte, Elefant, komm mit mir. Komm schon, nach Hause gehen. Okay, Alice, ich komme mit, damit du nicht alleine sein musst. Lass uns gehen. Dankeschön, Elefant. Komm, komm. Okay, Elefant, wir müssen da runterspringen. Dann sind wir hoffentlich da. Dann sind wir hoffentlich endlich zu Hause. Okay, los geht's. 1, 2, 3. Oh, wo sind wir hier gelandet? Das Freibad besteht? Oh nein! Oh. Aua, wo sind wir hier gelandet? Mensch! Was? Besteht? Hier wollen wir doch gar nicht hin. Wir wollen doch zum Weißen Märtyrer. Steh sofort auf! Okay. Was ist denn los? Mann, hier wollten wir doch gar nicht hin, Mensch. Wir wollten zum Wald zum Märtyrer. Unsere zwei Ziele, hast du es schon vergessen? Einmal die Fee töten und den Schatz finden. Mensch, wir müssen sofort los. Weg hier. Hey, das ist ja noch ein langer Weg. Wie heißt du denn eigentlich? Lass uns noch mal ein bisschen quatschen. Wie heißt du denn? Ich heiße einfach nur Elefant. Was? Das ist doch kein richtiger Name. Und woher kommst du? Ja, ich komme aus dem Mond. Was? Das kann doch gar nicht sein. Normal leben die eigentlich in Afrika. Mensch, du bist echt außergewöhnlich. Hey, Elefant, komm mit. Trödel nicht so rum. Okay, ich mach schneller. Wir müssen weiter, schnell. Wir müssen schnell sein. Hey, siehst du das Schild da vorne? Ja, was ist mit dem? Guck mal, was da drauf steht. Wald der Märtyrer. Das heißt, wir sind fast da. Yippie! Lass uns weiter. Hörst du den Wind? Oh mein Gott, es wird langsam stürmisch. Hörst du auch das Gewitter? Okay, langsam wird's unheimlich. Und guck mal, was da vorne ist. Der Wald! Oha, es ist so stürmisch, es regnet. Oh mein Gott, was sollen wir machen? Oh
mein Gott, es ist kaum auszuhalten in diesem Wald. Es ist so schrecklich, es ist alles dunkel. Aber guck mal, sieh mal da vorne. Was ist das? Die Fee ist hier. Auf sie, verfolgen wir sie. Wo geht sie denn hin? Siehst du das Haus da vorne? Genau da müssen wir hin. Los, ab dahin. Als sie in das Haus eingetreten sind, machten sie eine Entdeckung. Alice traf ihren Vater. Vater. Alice? Was ist mit dir geschehen? Die Fee hat mich verhext. Ich wurde in der Zeit zurückgeschickt. Ich habe diese Fee lange gesucht. Sie nahm mir alles. Ich habe dich doch vor einer Woche erst gesehen. Was ist mit dir in dieser Zeit geschehen? Diese böse Fee kann über das Wetter herrschen. Ich verfluche sie. Durch die Beeinflussung bin ich dazu verdammt, im Haus zu bleiben. Ich sterbe sonst. Kind, ich erzähle dir jetzt, wie es in meiner Zukunft aussieht. In meiner Zukunft gibt es dich, meine Frau. Und am schlimmsten, es gibt Bill steht nicht mehr. Die Fee und der König zerstörten dies alles. Die Piraten, welche den Frieden heransehnten, sie sind alle tot. Alles ist zerstört. Das Billstedt Center. Es ist zerstört. Töte die Fee und den König Alice. Du bist unsere einzige Hoffnung. Oh nein, scheiße. Mit mir wird genau dasselbe passieren. Hilfe! Da sie Angst hatte, wie ihr Vater zu enden und Angst hatte, alles zu verlieren, nahm sie ihren Elefantenfreund zur Hand und sprang in den Tornado rein. Dieser Wirbel führte sie an einen unbekannten Ort, der zunächst dunkel war, aber jedoch danach wieder heller wurde. Als sie hochsah, sah sie plötzlich, dass sie wieder in die Grube reingefallen ist, wo sie anfangs drinne war. Sie fing an zu weinen und hörte nicht auf. Doch als sie bemerkte, dass jede Träne dafür gesorgt hatte, dass der Boden sich immer näher an das Loch rückte, fing sie so an zu weinen und weinen und weinen, bis sie oben am Boden angekommen war. Als sie oben war, bemerkte sie, dass sie von der Fee verfolgt worden war, dass die Fee sie die ganze Zeit beobachtet hatte, aber nicht ihr helfen wollte. Die Fee kam angeflogen und sie fing an, ein Geräusch auszulösen, wodurch beide, sowohl Alice als auch der Elefant, anfingen einzuschlafen. Als beide einschliefen, waren sie komplett woanders. Sie wachten auf und stellten fest, dass sie auf einem Weg waren, den sie nicht verlassen konnten. Drumherum waren Wolken und nichts anderes außer dem Weg. Sie fingen an zu laufen und laufen und laufen. Doch sie wussten nicht, wie lange dieser Weg geht, ob der Weg überhaupt ein Ende hat oder ob der Weg endlich lang ist. Irgendwann war ein Haus zu sehen zwischen diesem Weg. Dieses Haus war ganz, ganz groß. Jedoch war dieses Haus nicht das Ende vom Weg. Doch beide fingen an, dieses Haus zu betreten. Da machte eine junge Frau auf. Die Dame steckte in der Kleidung einer Dienerin und öffnete und fragte, was die beiden denn wollen. Die beiden waren so erschöpft, dass sie fragten, ob sie was zu essen bekamen. Sie bekamen was zu essen und unterhielten sich. Was ist das für ein mysteriöser Ort? Das ist die Vorhölle. Also ein Ort, in dem man nicht entkommen kann, wenn man den speziellen Zaubertrank nicht hat. Glücklicherweise habe ich zwei davon parat. Dieser Trank bringt euch sofort raus aus der Vorhölle und zwar zurück in eure Realität. Alice hat diese Nacht sehr unruhig geschlafen. Sie hat sich die Frage gestellt, wie sie problemlos an die Wachen vorbeikommen, um zum Schloss zu gelangen. Der Elefant und Alice nähern sich der Wache. Sie sahen muskulöse Männer vor sich. Einer der Wächter sah geschwächt aus. Alice nutzte diese Chance aus,
Du siehst aber nicht ganz gesund aus. Ist alles gut bei dir? Ich fühle mich nicht so gut. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen und getrunken. Ich wäre über einen Schluck von deinem Wasser sehr dankbar. Alice gab dem Wächter ein wenig zu trinken. Das Wasser, was der Wächter getrunken hat, verwandelte ihn in einen jungen, eleganten Mann namens James. Die anderen Wächter waren verblüfft von der Tat. Hey, was hast du mit ihm gemacht? Das kann doch gar nicht angehen. Die Wächter umkreisen Alice und den Elefanten. Der Elefant hatte Platzangst und begann mit seinem Rüssel umherzuschwingen, sodass die Wächter weit wegflogen. Alles gut bei dir? Ja, mir geht's gut. Ja, mir geht's auch gut. Lass uns weiter Richtung Schloss, es ist nicht mehr weit. Dann haben wir es schon geschafft. Sie standen alle gemeinsam vom Schloss. Und plötzlich schrie James: Sesam, öffne dich! Und siehe da, das Schloss öffnete sich. Alice, James und der Elefant marschierten in das Schloss ein. Im Schloss waren viele Bilder zu sehen. Eines der Bilder sah erschreckend aus. Es bildete die Familie von Alice mit einer grausamen Fee. Sie hatten Angst, was sie erwarten wird. Sie ahnten Böses, doch dann klingelte es wie aus dem Nichts an der Tür. Außerhalb des Schlosses konnten Zwerge, Handwerker und Bauern beobachten, wie Alice, James und der Elefant die Wächter beseitigten und in das Schloss eingedrungen sind. Daraufhin verständigten diese die Polizei. Was machen Sie denn hier? Wir wohnen hier. So sieht es aber nicht aus mit eurer verdreckten Kleidung. Es sieht eher danach aus, als hättet ihr eine lange Reise hinter euch. Ja, wir haben auf unserer Reise einiges erlebt und durchgemacht. Und wie seid ihr eigentlich an die Wächter vorbeigekommen? Hey, James. Du musst so schnell wie möglich verschwinden. Die Polizei darf nicht sehen, was sie hier machen. Okay, Elefant, und was soll ich denn jetzt machen? Ja, in der Ecke steht ein Fahrzeug. Die nimmst du dir und flüchtest in das Wald der unendlichen Dinge. Da wird es sehr lange dauern, bis sich die Polizei finden wird, okay? Alles klar, Elefant. Wir sehen uns dann mal wieder. Elefant, hast du das auch gehört? Ja klar. Ich glaube, wir sollten uns nicht mehr weiter dem Bild nähern. Oh mein Gott, Elefant! Warum hat der König nur ein Foto von mir und meiner Familie hier in seinem Schloss hängen? Glaubst du, er weiß, dass wir hier sind, um ihn zu besiegen? Ich weiß es nicht, Alice. Aber ich habe Angst vor dem König. Ich auch, Elefant. Was sollen wir jetzt machen? Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Wir müssen auf den Beinen bleiben. Ich glaube, er weiß, dass wir hier sind. Ach du meine Güte, Elefant! Hörst du den Hund? Er kommt!
kommt auf uns zu! Wir müssen hier weg! Nein, er hat uns! Lass uns runter! Oh nein, Elefant! Sie umzingeln uns! Alice, wir sitzen in der Falle. Alice, ich hab dich schon erwartet. Nachdem der König erwähnte, dass er sie erwartet, war Alice sehr verwundert und fragte, weißt du, was alles auf unserem Weg passiert ist? Und wieso hast du uns erwartet? Daraufhin fängt der König an zu lachen. Ha 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 ha. Und verwandelt sie sich plötzlich von einem Drachen zu einem normalen menschlichen König. Ha ha ha, lachte der König. Es war alles schon vorherbestimmt und geplant, dass du im Palast auftauchst. Ich wusste, du würdest kommen, um meinen Schatz zu klauen. Ich habe dir eine Falle gestellt, ha ha ha, sagte der König. Der König befiehlt daraufhin, seine Diener, Alice und den Elefanten unten im Keller einzusperren. Los, sperrt sie ein, sofort. Die Diener vom König haben natürlich sofort reagiert und haben den Elefanten und Alice sofort festgenommen und eingesperrt. Aber auf dem Weg, als sie zum Keller waren, hat Alice etwas gesehen. Den Schatz. Es war der Schatz. Als sie nun im Keller eingesperrt waren, hat Alice zum Elefanten gesagt, ich habe den Schatz in einem Raum gesehen. Wir müssen irgendeinen Weg finden, um aus dem Raum auszubrechen. Aber wie? Somit schmiedeten Alice und der Elefant einen Plan, um aus dem Gefängnis bzw. den Keller auszubrechen. Sie gingen weit. Alice war nun sehr verunsichert und hatte Panik. Sie wusste nicht, was sie machen sollte. Sie fragte sich, wieso hingen hier Bilder von ihrer Familie und sich. Der Elefant war ebenfalls erschrocken. Sie ging weiter durch den langen, dunklen Gang des Schlosses, an welchem links und rechts einige Kerzen hingen, welche flackerten. Hinter ihnen wurde es immer dunkler. Der Gang des Schlosses war sehr dunkel und sehr, sehr kalt. Es hingen weitere Bilder von Alice und ihrer Familie dort. Von Alice' 6. Geburtstag, von Alice' Geburtstagsparty, ihres 11. Geburtstages und viele weitere Bilder, welche Alice sofort wiedererkannte. Dies war schon ziemlich komisch und sie fragte sich, was es damit auf sich hatte. Der Elefant, fragte Alice, wie sie sich diese Bilder hier erklären konnte, doch sie hatte keine Ahnung. Sie ging weiter durch den dunklen, kalten Gang des Schlosses und Alice fragte sich immer wieder, woher der König die ganzen Bilder hatte. Alice im Wunderland, Amar Jarlak. Alice steigt auf den Rücken des Elefanten und der Elefant fängt an zu fliegen. Ein leises Bellen ist zu hören. Was war das? Alice dreht sich um und sieht den großen Hund. Da kommt ein großer Hund, der uns gefangen hat. Schnell, wir müssen hier weg. Oh nein, wie sollen wir da dem entkommen? Er ist so schnell. Seine Flügel sind so groß und stark. Versuch tiefer zu fliegen. Vielleicht schaffen wir es, ihm in engen Gebieten zu entkommen. Ja. Das ist eine gute Idee. Siehst du die Schlucht da unten? Ich glaube, da passen wir gerade noch durch. Das Bellen wird lauter. Der Hund hat den Elefanten fast eingeholt. Ja, schneller, er hat uns fast. Flieg, schneller, sonst hat er uns gleich. Der Elefant fliegt hinab zur Schlucht und schafft es im letzten Moment noch durch. Der Hund allerdings ist zu groß und bleibt am Anfang der Schlucht mit einem lauten Bellen
stehen. Alice und der Elefant fliegen die Schlucht entlang, die immer schmaler wird. Ich glaube, das reicht. Wir sind dem Hund entkommen. Lass uns umkehren. Es wird zu eng in der Schlucht. Bald kommen wir auch nicht mehr weiter. Nein, der Hund wartet bestimmt dort auf uns. Wir müssen einen anderen Weg finden. Schau dort, eine Höhle. Lass uns dort durch. Vielleicht führt es zu einem anderen Ausgang aus der Schlucht. Ich weiß nicht. Ich möchte nur hier weg, so schnell es geht. Der Elefant fliegt in die Höhle rein. Und von nun gehen sie weiter. Alice, sieh dort, da ist jemand. Trafen nun vor eine Person in der Höhle. Sie wussten nicht, wer diese Person war und konnten es auch nicht erkennen, da es zu dunkel war. Sie traten näher und näher und sahen es immer noch nicht, wer diese Person war. Als sie nah genug da waren, erkannten sie, dass es die Kreatur von damals war, die ihnen schon damals geholfen hatte. Sie hofften natürlich, dass sie wieder Hilfe von der Kreatur bekommen. Und die Kreatur fing an zu erzählen. Sie sagte, dass sie schon dem König einen Schritt voraus war und das alles so geplant hatte. Der König dachte, dass er alles durchdacht hatte, hatte jedoch 2, 3 Sachen vergessen und die Kreatur war dem König wieder einen Schritt voraus. Somit hatte die Kreatur den Plan, dass Alice und der Elefant sich wieder fangen lassen von dem Hund und sich somit im Kerker befinden. Schlussendlich müssten Alice und der Elefant nur vor den König gelangen. Dort ist es dann ihre Mission, den König die Kette abzuziehen. Seine Kette ist deswegen er überlebt. Die Kette gibt ihm die schwarze Magie und das sorgt für sein Überleben. Schlussendlich entschließt sich Alice und der Elefant natürlich für diesen Plan. Dieser Plan ist sehr, sehr riskant und könnte auch viel ihr Leben kosten. Somit schließen sie sich, so zu tun, als ob sie sich wieder vom Hund fangen lassen und begeben sich wieder zum Schloss. Auf dem Weg fällt den beiden natürlich auf, dass es wieder jetzt sehr, sehr risikoreich ist und entsprechend ist dort. So dass angekommen im Kerker nimmt der Hund ihn raus und sie stellen ihn vor den König. Na, sieh mal einer an. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mich besiegen, dass ich nicht lache? Alice, unsere einzige Möglichkeit ist es, dem König seine Halskette zu entreißen. Ich habe einen Plan. Ich werde dich jetzt mit meinem Rüssel dahin schleudern und du wirst ihm seine Halskette entreißen und kaputt machen. Ja, Alice, wirf die Halskette! Nein! Was habe ich getan? Elefant! Nein! Was ist das für ein helles Licht? Ah! Oh mein Gott, das war alles nur ein Albtraum. Scheiße, wo ist mein Kopftuch? Abdul kommt gleich rein. Halt! Stopp! Keine Bewegung mehr. Wir, der Theaterkurs, bedanken uns recht herzlich, dass ihr bis hierhin angeschaltet habt. Dies, was ihr bis jetzt gehört habt, war unser Stück Alice im Wunderland. Aber das war kein normales Stück, wie ihr festgestellt habt. Denn es war die Art und Weise des postdramatischen Theaters. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr da gewesen seid. Ihr habt sicherlich mitbekommen, Alice war auf sehr vielen Reisen. Sie hat sehr vieles erlebt. Aber die Frage, die noch offen bleibt, ist: War das nun wirklich ein Traum oder nicht? Ihr seid gefragt. Euer Denken. Eure Meinung. Eine andere Frage, die offen geblieben ist: Wird Alice nun heiraten? War das wirklich nun ein Traum oder doch die Realität, was mit den Elefanten passiert? Wie kann das nur sein? Ich und der Theaterkurs freuen uns auf euer Feedback.